Moin, meine lieben Truckerfreunde. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal im ATS. Wir stehen kurz vor Sacramento. Nächsten Morgen. Ich war kurz hier für die kleinen Kollegen hier. Und wir sind good to go. Und wollen sehen, dass wir an Land kommen. Runde habe ich schon gedreht. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Mal ganz kurz nach hinten gehen hier. Hört man die Schritte? Ja, naja, gut. So, Freunde. Runde hatte ich schon gemacht, wie gesagt. Wir sind auf dem Weg nach Barstow. Auf dem Weg nach Barstow mit, was haben wir drauf? Kies, ne? Ja, Kies, genau. So, ach ja, warte mal. Da wir ja nicht in da gepennt haben, wo wir eigentlich pennen wollten, können wir jetzt auch wieder die Ursprungsroute fahren. Plan ist, in Bakersfield ganz schnell einen Kaffee zu erhaschen. Bei der Anna. Tom ist nicht da. Das weiß ich. So, Biestation, da wollen wir mal sauber dran vorbeifahren. Nicht drüber fahren. Das hat mir nämlich der Ronald irgendwann mal gesagt, dass man da nicht mal eben so einfach drüber fährt. Oh, sorry. So, wir sind auf Kurs. Wir haben heute, ja, wir haben noch 425 Meilen, 8-9 Stunden noch. Ja, guter Rhythmus heute, tipptopp. So, beim JDM-Mod hier, den wir hier fahren, da ist mir ein bisschen was aufgefallen, der, weiß nicht, ob es ein, oh, wir sind zu schnell, ob es ein Update gibt für 1.35 DirectX 11. Wir sind auf DX11 unterwegs mit dem Ding. Und ihr seht, der Drehzahlmesser liegt hier unter 2. Der geht auch nicht über 2. Die Quarzuhr rechts daneben zeigt nicht an. Hier Fuel PSI, also Spritdruck, Fueldruck. Oh. Bekommen wir auch nichts angezeigt. Müsste ich mal schauen. Achso, wir müssen mal ganz kurz hier. Sorry, Leute. Das muss ganz kurz. Nee, das muss ganz kurz mal sein. Und das hatte ich doch auch gesehen hier. Ja, sorry. Ja, ansonsten ist es eigentlich kein schlechter Mod. Wobei unser Schwerpunkt ja woanders liegt. Der ist ja nun mal für aufsichtsweise für die Folge hier.
Sacramento. Ja, wie gesagt, Tom ist nicht da. Der hat kurzem auch eine ATS-Folge rausgebracht, vor 2, 3 Tagen, glaube ich. Ich habe heute früh mit ihm gesprochen. Und er hat mich da erwähnt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Folge zu schauen. Aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was da wieder los ist. Da muss ich mir die echt schnell mal anschauen. Der Tom, wenn er sagt, auf ketzerische Art und Weise, ach, muss die Kenwood-Fraktion sich wahrscheinlich wieder irgendwie bemerkbar machen. Oh, was ist hier? Wie gesagt, unser Ziel ist ja, unser Endziel ist ja Las Cruces. Freue mich auch schon drauf. So, hier müssen wir runter. Ja, machen wir. Turn left. Ja, machen wir auch. So, wo war ich gerade? Achso, wir wollten... Las Cruces, genau. Jan Bollemännchen ist auch im Weg dahin. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, wir wollen ein bisschen was besprechen. Und wer Jan Bollemann seine Folgenbezeichnung gesehen hat, der... kann auch schon ungefähr vielleicht sich erahnen, was da so passieren wird. Wir werden es sehen, mal gucken. Auf jeden Fall ist dieser Trailer hier, und das geht ja das Thema, den ich hier, den finde ich nicht schlecht. Also da... mal gucken, was da langfristig vielleicht machbar ist. Ja, Bollemännchen selber ist wahrscheinlich auch nicht sehr weit vor mir. Er hat ja einen Tag Vorsprung, aber er muss ja öfter Pause machen, damit ihm die Viecher nicht verrecken. Hoffentlich geht es denen gut. So, 60 locken wir mal ein. Ja, ihr seht, ich bin jetzt noch mal ein bisschen verrückt hier, damit ich... Was ist denn hier schon wieder los? Bauarbeiten. Hier linke Hand, ganz links verdeckt. Da ist eigentlich unsere Spritanzeige. Sehr schön für uns abzulesen. Och, Kollege, rechts ist... Ja, machen wir. Das ist ja auch niedlich hier.
man das sagen? Halber Double? Die gehen die komisch an. So, da ist Bakersfield schon ausgeschildert. Zu schnell. Was freue ich mich, wenn wir aus Kalifornien raus sind. Und dann nachher hier erstmal auf den Melder treten können. Also die 55 Meilen bei diesen Weiten hier, ach, die sind einfach, ich glaube im Realen sind die auch, ach, nervig. Ja, das ist ja nach langer Zeit die zweite HTS-Folge, die ich jetzt aufnehme. Bin ja die ganze Zeit vor ein bisschen ETS gefahren, damit wir da die Story mal ein bisschen voranbringen. Wir hatten ja das Thema Ruckler ETS, was sich ja dann rausgestellt hat, was mit relativer Sicherheit an diesen Ownable-Trailern liegt. Jetzt war ein ganz, ganz minimaler Ruckler eben. Aber ich muss sagen, hier ist ja auch das Ownable-Trailer-System. Aber wir haben hier auf jeden Fall nicht die Ruckler wie im ETS. Ohnehin, haben sie ja schon ein paar Mal gesagt, ATS läuft einfach flüssiger. Zumal man sagen muss, hier sind jetzt auch Mods drin, also gerade der hier, den wirklich nicht für DirectX 11 fertig gemacht ist und so weiter. Und es ist jetzt, als wäre jetzt nicht mein Dauertruck, aber für die Runde hier geht das. So, Fresno, Bakersfield geht's noch gerade aus. Oh. Geht's noch gerade aus. Ja. Danke, du wartest da. Sehr schön. Abschlepper, ja, der. Cascadia Farm. Hier sind sie. Volle Männchen, hast gesehen. Cascadia Farm. Livestock, sag ich nur. Wo hier ein Tanker? Luft um Sitz machen. Boah, das ist aber auch, das zieht sich hier aber auch, mein Gott. Oh, was ist denn jetzt hier los? Was bremst du denn, du Eierkorb? Mann, jetzt... Oh. Jetzt kann ich wegen dem Hafensänger auch noch schalten hier.
Schlüssel. Oh, hier. Ist klar. Ist klar. Die Kollegen kommen irgendwie nicht aus der Hüfte. Die haben irgendwie auch den ganzen Tag Zeit, um aus dem Fenster zu gucken oder so. So, Fresno, hier hat Bollemännchen gepennt. Continue straight. Ah, machen wir. Also mit diesem Kiesauflieger hier, das ist die Margen, habt ihr ja gesehen, sind auch nicht so verkehrt in der letzten Folge. Ist eigentlich auch eine ganz feine Sache. Maximal die Plane rüberwerfen. Nichts hier groß tapen, wie beim Stepdeck und was weiß ich, hier so ein Kram. Hält sich auch gut, muss ich sagen. Was die Kiste hier so schaukelt, da kann der Auflieger ja nichts dafür, glaube ich, denke ich mal. Aber ansonsten, ich meine, so, der ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, 359, aber ich freue mich, wenn ich dann endlich mal im 379 sitze und überhaupt erstmal wieder im eigenen LKW sitze. Also da freue ich mich schon wieder richtig drauf. Aber die Alternative wäre gewesen, die Woche gar nicht zu fahren und kein Geld zu verdienen. Und das können wir uns wiederum auch nicht leisten. Das BGS wird schon ausgeschrieben, aber dann sind wir ja schon kurz davor. Was haben wir denn? Wie sieht denn die Zeit aus? 12. Sind zu schnell. Oh, schönes Mittagskäffchen oder kleinen Snack. Ihr habt ja diese ganz tollen Sandwiches. Ja, dann werden wir da Mittag machen bei Anna. Gucken, was die so erzählt. Wir waren ja schon, ich glaube, zweimal, möchte ich fast sagen, waren wir bei Anna. Einmal haben wir mit dem Auflieger da an der Straße gestanden und einmal, weiß bloß nicht mehr, was das für ein Auflieger war. Und einmal haben wir, als wir diese, da haben wir noch keinen eigenen LKW. Da waren wir mit dem Volvo. Ganz zum Anfang, vierte, fünfte Folge oder sowas. Haben wir da auch schon mal gepennt. Gegessen bei einer. Gepennt vielleicht auch. Genau, in dem mit dem Volvo, glaube ich, haben wir sogar gepennt da. Möchte ich fast sagen. So, da sind wir. Bakersfield. Homebase von Mr. Diesel. Ja. Na. War aber auch wieder haarscharf. Was ist denn hier los? Die ganzen Typen hier. Nest oder was? Oh, sag mal. Na, die hauen alle ab aus Bakersfield. Aha. Hallo. Ich und meine Feststellbremse.
Ach, der will es. Oh, nee. Leute, ich hätte mal Malheur. Ja, du musst warten. Hier ist eigentlich auch schon der Laden. So eine Burgerbude. Ich weiß gar nicht, ob Tom. Ich weiß, in irgendeiner Folge hat er immer gesagt, er wollte immer hergehen. Ich glaube, als sein Weg ist hier angefangen hat. Muss immer fragen, ob er da in der Buchte auch schon mal war. Ich glaube schon. So, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Das. Ah, jetzt wollte ich schnell ein Foto machen. Naja, egal. Das allseits bekannte Bakersfield-Schild. So, jetzt müssen wir hier, damit wir auch nicht die Abfahrt verpassen. Continue straight. Ja, Grete. Das machen wir jetzt nicht. Wir sonnen hier mal rum. Ein bisschen mehr Zeit hätte man ja auch mal bei Roger reingucken können, aber dafür ist heute nicht die Zeit. Wenn wir nur bis Barstow müssten, dann wäre das alles kein Problem, aber so. So, Freunde der Sonne. Da sind wir. Bei der Anna. Gut, was wollen wir? Aussteigen wollen wir. Wie es aus hier? Ja, Leutchen, ich werde dann hier mal Mittag machen. Und dann sehen wir uns gepflegt nach dem Päuschen wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute. Mittagspause ist vorbei. Sandwich war ganz toll bei Anna. Jetzt heißt es aber, weiter geht's. Wir wollen nach Barstow. Nach wie vor. Und ja, würde ich sagen, Bummel ist uns nicht gegeben, aber wir wollen ja auch fertig werden. Ja, dann wollen wir sehen, dass wir hier erstmal wegkommen. So. Ein Stube. War die Tür richtig zu? Okay. Please proceed to the highlighted route. Das machen wir nicht ganz, Grete. Ganz kurz. So. Dann wollen wir mal sehen, dass wir an Land kommen, so langsam. Ganz kurz nach zwei. Oh. Das werden wir gleich mal versuchen hier. Unser Glück. Jo. Sonst hätten wir nämlich einen großen Bogen fahren müssen. Da hatte ich jetzt nicht wirklich Lust drauf. Ja, bis Barstow haben wir jetzt noch
134 Meilen, 3 Stunden zeigt er uns an. Nanu. Ja, leider keine Zeit für Roger und für Tom. Wie gesagt, Tom ist eh nicht da. Ja, erstmal ist rot, Grete. Irgendwie bin ich doch schon wieder hier. Ach Quatsch. Sorry Leute, aber irgendwie bin ich hier schon wieder. So, warte mal, wir müssen hier nochmal ganz kurz rein. Wieso ist das alles raus hier? Das hat er noch vorhin gerade reingemacht. Gut, ist eh rot. Ist. So, jetzt. Stehen die Ölpumpen stehen still. Las Cruces. Ob wir dann heute noch losmachen oder wenn wir nichts bekommen, bis morgen warten. Morgen ist Donnerstag. Naja, genau. Kurz vor 60, das ist glaube ich okay. Damit sollten wir eigentlich nicht anecken. Erschreckt mich immer, wenn diese Dinger, als wenn einer über die Straße laufen will. Straßenbauarbeiten sind zwar ärgerlich, wenn man durchfährt, aber wenn es dann fertig ist, freut man sich. Die Straßen wieder schön sind. So, wir haben ja gesagt, so kurz vor 60 wollen wir bleiben.
mal sehen, dass wir langsam dann Kies dann auch 66 Meilen noch. 5 ist Ankunft. Dass wir unseren Kies dann auch abgeben können. So. Rot, mitten im Nirgendwo. Ach, hier ist. Ja, was hast du denn vor? Was bist du denn für ein Eierkopf? Ja, und nu? Und nun, also, sowas Blödes, du. Sowas Blödes. Oh, nee. Ich krieg schon wieder einen Hals, wenn ich sowas sehe. Ja, was ist hier? Ist jetzt der, hat der Dussel da jetzt einen Unfall gebaut? Ey, dann drehe ich wohl durch hier. Da geht nix, ne? So ein Demlack. Pass auf, ich steige jetzt aus und dann geht's los. Werden? Da war doch. Hab ich das nicht gesagt? Dieser Vollhorst. Also, wie blöd muss man denn sein? Hallo, Stream Deck. Ja, jetzt, also guck, also nee. Jo, was hast du für einen Auftrag hier? Hallo Stream Deck. Das Stream Deck hört nicht auf. Muss mal ganz. Der Dussel fährt nicht los hier. Was gibt's doch gar nicht. Ich bin gleich wieder da. So, dann traben wir jetzt zurück hier. Das bringt ja alles nichts. Ich fahre jetzt davor. Wir stehen ja hier noch ewig. Oh, was ein Honk, ey. Also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Aber meiner ist der schönste in der Reihe. Gut, also ich würde sagen, da ja hier wieder keiner eine Entscheidung fällt. Oh, da ist grün. Da ist grün.
Horst. So ein Idiot, ey. Da hätten wir noch sonst wie lange gestanden. So, jetzt habe ich euch weggenommen. So ein Depp. Nee. Oh, jetzt kommen wir hier Autos entgegen. Na, das wird ja dann spannend. So, Grete, sprichst du noch mit mir oder wie ist jetzt hier die Sachlage? Warst du Left Lane? Da steht's ja schon. Wollen wir auch Left Lane nutzen? Meilen noch. Aber seht ihr, was... Ne, war, habt ihr gerade nicht gesehen. Durch diesen Depp eben an der Ampel haben wir mal glatt 1,5 Stunden verloren. Ist ja auch komisch. Naja, gut. Ja, was machst du hier? Passen, dass wir nicht weit umliegen hier. Warst du? City Limits. Sehr schön. So. Grete Saran. So, wir sind bestimmt zu schnell wie immer, ne? Ne, 55 durch. 13 Meilen noch. Jetzt sind wir zu schnell, wie sich das gehört. Exit right. Exit right. Exit right. Mag ich doch. So, nu? Rede. Turn right. Aha. Then turn left. Right and left. Das habe ich verstanden. Sehen, dass wir unseren Kies hier loswerden. Leaving Barstow. 30. Oh. You have arrived. Oh, okay. Dann. Die Nase da gleich fragen, wo sie uns hin haben wollen. So. Moin, ich bringe hier euren Kies oder was auch immer das ist. Naja, wo soll ich das hinstellen?
Ich soll da hinten warten. Okay, gut. Machen wir. Dann werden wir mal gucken. Dauert es lange hier bei euch, Burschen? Weißt du noch nicht. Okay, alles klar. Danke. Er weiß es nicht. Gut. Was zeigt er? In die erste. Na gut, dann nehmen wir die erste. Wo wollen sie uns denn da ausladen? Da bin ich hier gespannt. Ach, da wird schon wieder alles nichts hier. Das muss ich mir erstmal angucken. Hallo, Stream Deck. Ich muss ihn nochmal anquatschen. Ja. Moin. Ja, ich habe da Kies hinten drauf. Den soll ich hier reinfahren? Wie wollt ihr den denn... Ja, Kies. Ja, wie wollt ihr den denn hier abladen? Aha. Da vorne? Ja, kann ich machen. Okay, alles klar. So, guck mal hier. Können wir gleich direkt... Naja, ich bekneip's mir. Ja, wir sollen uns hier vorne hinstellen. Und dann wird da wohl hoffentlich gleich jemand kommen. Weil das Geeier hier rein. Gut, dann zotteln wir mal zurück. Achso. Hallo? So ist die Feststellbremse halt. So, dann sind wir hier vom Zaun noch weg. Gut, Leute. Ich warte mal, was hier passiert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ihr seid wieder mit dabei. Wir rücken ab. Haben aber strammes Programm. Denn jetzt los hier. Macht der mir jetzt hier schlapp oder was? Die Firma PHP, PHP Milton oder Bilton, wie sie heißen, die haben noch eine zweite Niederlassung. Die haben eine Fracht nach Yakuma. Yakuma ist gar nicht weit weg von Las Cruces. Ich habe gesagt, Freunde der Sonne, bevor ich gar nichts bekomme, nehme ich, was ich kriegen kann.
Also sind wir zu der zweiten Niederlassung hier. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Und dann nehmen wir zumindest schon mal auf heute noch. Oh. Warst du? Ich schätze mal, hier geht's dann runter. Rede? Rede? Rede sagt nee. Boah. Denn hier Living Barstow 18 Meilen, ja, die waren außerhalb, das hatte ich noch gesehen. Keep right. Then exit right. Okay. Exit right, machen wir. Was gibt's hier? Balleur. Das sah erst wie ein Schwertransport aus. Keep right. Then turn right. Ja, machen wir, machen wir. Turn right. Jo. Also so schön wie das ist mit den dunklen Scheiben, aber... Im Dunkeln ist dunkel, ne? Oh, das muss die Truppe sein hier. Ja, da sitzt P. Wie heißt sie? PH. BHP Bilton. Okay. So, I have arrived. Das ist sehr schön. Gucken wir mal. Yuma, da ist. Was haben wir? Das geht. 235. Schwuwe. Denn hier. Och Manno, das war doch vorhin was ganz anderes gewesen. Ich wollte doch nicht nach Yuma. Ich hatte doch was anderes ausgesucht. Shit, was war das? Doch hier ist Las Cruz. War das so cool? Ja, nun habe ich Yuma angenommen. Und nun? Cheater. Ah, da habe ich mich ja echt ver... Weil da ist uns... Weil wir wären auf der Strecke hier. Ich hatte so eine Schütte, das war von Socorro. Da habe ich noch so gedacht, warum? Hier ist es doch. Die Strecke wollte ich fahren. Aber ich habe ja eigentlich noch gar nichts weiter gemacht, ne? Ich bin gleich wieder da. So, ich glaube, ich habe da wohl irgendwas verwechselt. Wir haben jetzt Coro angenommen. Das geht dann nicht zu BHP Bilton, sondern zu wen auch immer. Aber es geht von hier halt los. So. Was eine Aufregung wieder.
So, Freunde, wo wollt ihr mich hinhaben? Hier, wie es aussieht. Also Platz ist ja hier wieder... So, dann machen wir hier mal rum mit der Mutti. Ah, das sieht ganz gut aus. Die Ohrenhüte nur. Die Hüte nicht. Oh, sie haben Licht angemacht. Das ist ja auch schon mal was. Also diese Mickey Maus Spiegel, ne? Wahnsinn. So, ich glaube, das sieht aber ganz gut aus. Also, das ist hier echt Mäusekino. Gehen die Kegel denn hier? Ach so müssen wir. So, schwere Geburt. Aber Leute, diese Spiegel, boah, grottig, grottig. So. Dann wollen wir mal raus hier aus der guten Stube. Hier war doch irgendwo so ein Spruzzi. Hier ist doch schon ein. Gut. Den quackel ich mal voll hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Ja, okay, alles klar, ne? Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut. Wir haben uns raufgeschmissen, unseren Kram. Dann wollen wir gleich rein hier in die gute Stube.
Please proceed to the Und dann, wartet mal. Das müsst ihr ja nicht mitmachen. Ich will noch Papiere schnell machen und dann geht's gleich los. Gut, Leute, ich habe alles aufgeschrieben. Okay. Ja, lasst uns mal hier vom Gehöft abrollen. Da vorne ist jetzt übertrieben. Also hier auf dem Gelände, wie so oft, machen sie nicht, dass man kennen kann, aber die sagten ein Stückchen vor der Einfahrt hier, da ist irgendwie ein Ruheplatz, Rastplatz. Habe ich gar nicht gesehen, sagt mir jetzt gar nichts. Bevor ich auf die Hauptstraße zurückfahre, haben sie gesagt. Das muss ja dann hier sein. Hier, Motel, haben sie gesagt. Ja, aber wir turnen hier left, Grete. Hallo. So, wir stellen uns hier hin. Okay, liebe Leute. Oh. Was eine Rutsche. Kurz nach 9 abends. Ja, noch kurz die Beine vertreten. So, liebe Leute. Ich denke, für heute ist genug. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie lang die Folge ist, aber ungefähr vom Feeling her müsste das passen. Nächste Folge geht es dann weiter Richtung Socorro, dann nach Las Cruces. Und dann ist auch Wochenende, wo endlich dann Bollemann-Time ist. Ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Folge war ein bisschen Kuddel und Muddel. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich hatte einen Absturz gehabt zwischendurch und nach Annas Besuch im Hotel sind wir eigentlich hierher leer gefahren, weil ich umgesetzt wurde. Die da mit dem Spiel vertraut sind, die wissen, was ich meine. Ich hatte noch keine Fracht wieder herbekommen, also alles bisschen für mich war es ein bisschen Kuddelmuddel. Wenn ihr es als nicht ganz so kuddelig empfunden habt, dann ist es ja umso besser. Wie auch immer, ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Chris.